Und jetzt habe ich einen gewaltigen Biss gekriegt. Ich schätze mal, das ist ein Eschen. Nach dem Drillverhalten, ja, ist ein riesen Eschen. Boah, bist du deppert. Ja! Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Wie gesagt, wir begrüßen euch, ich begrüße euch. Ich bin der Johann Troppacher und ich bin heute zu Gast beim Wolfgang Biowetz in einer der schönsten Fliegenfischer-Rivieren von der Steiermark, von ganz Österreich. Hallo Wolfgang, wie gesagt, danke, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast, dass wir das Video machen können. Das ist eine tolle Sache. Wir möchten heute einmal speziell für die Einsteiger was präsentieren. Euch mitnehmen einmal einen Tag zum Fliegenfischen, wie schaut das aus? Genau, was ist wichtig? Ja. Und das finde ich schon mal super gut, weil wie gesagt, du machst das schon so jahrelang, die Fliegenfischerei. Schon, ja, ich habe schon einiges kennengelernt, miterlebt und ich glaube, da kann nicht nur ich sehr viel lernen, da könnt ihr auch viel lernen. Wie gesagt, das Video ist einfach für Einsteiger. Um was geht's? Um was schaust du? Und wie gesagt, du hast eh schon beschrieben, wir sind da in einer der schönsten Fliegenstrecken von der Steiermark. Das sind über 10 Kilometer, was ich weiß. Ja, was wir bewirtschaften, genau in der Familie. Wir helfen halt den Armen in der Firma, so gut es geht. Und das funktioniert ganz gut, muss ich sagen, im kleinen Systemverbund. Armin Biowetz ist einer der bekanntesten mittlerweile im Gewandbekleidungssektor in der Anglerbranche, kann man so sagen. Denn, wie gesagt, er ist der Generalimporteur für den komplett deutschsprachigen Raum. Das ist in Wolfgang sein Bruder. Also das geht eins ins andere. Und ja, um wieder darauf zurückzukommen, Fliegenfischen, das ist ja für dich, was deklarierst du als Fliegenfischen? Für mich ist Fliegenfischen persönlich, da hat sich das Denken ein bisschen gewandelt, mit sich und mit der Natur im Einklang zu sein, viel beobachten in der Natur und den Stress vom Alltag eigentlich zu entfliehen, weil es ist ja so schnelllebig geworden die ganze Zeit, ja. Und ich halte es eigentlich, für mich persönlich spielt das einen riesen Faktor, weil ich will übers Wochenende, wenn ich stressige Wochen gehabt habe, meine Akkus aufladen und das kannst du eigentlich nur in der Natur. Also meditative Zwecke, Fliegenfischen, glaube ich, geht schon. Dem Bereich da hinter uns, ich glaube, ihr seht es, wir sind wirklich da im tiefsten Steiermark und haben nur Natur um uns. Und ja, bevor wir jetzt so lange weitersprechen, sage ich einfach, wir packen es. Wir werden uns jetzt einfach einmal vorbereiten, nehmen euch mit und sagen euch jetzt gleich einmal die wichtigsten, grundlegenden Sachen, was man als Einsteiger mal braucht. Genau, und ich möchte es so einfach wie möglich halten, weil wenn man auf YouTube schaut und auf Facebook und Instagram, es wird alles so verkompliziert. Ist bei eurer Fischerei so, es fallen englische Wörter werden mittlerweile viel verwendet, mit denen ein Anfänger eigentlich nicht viel anfangen kann. Weil so wie ich gelernt habe in die 70er Jahre, da hat es keine englische Sprache bei uns eigentlich gegeben, fast keine Lektüre. Ja. Und wir haben das über Mundpropaganda gelernt, mit einfachsten Ausdrücken, das möchten wir eigentlich weitergeben. Dann werden wir das in dem Video genauso in Angriff nehmen. Ja, genau. Ihr braucht kein Lexikon, ihr braucht kein Google, nein, kein Translator, wir schauen, dass wir euch das jetzt so vereinfachen wie nur möglich. Packen wir's? Ja, auf geht's. Auf geht's. Wie ihr seht, sind wir
schon gedressed. Wie gesagt, ganz wichtig beim Fliegenfischen sind einfach gute Wadhosen und ein gutes Schuhwerk. Das habe ich schon in einem anderen Video beschrieben, das blende ich jetzt da oben ein, die Infokarten. Wie gesagt, wir sind jetzt einmal soweit gut angezogen und ja, Kleinigkeiten, was der Wolfgang noch braucht. Ja. Da kommt es jetzt einmal näher, weil das erkläre ich jetzt da genauer. Ich bin soweit fertig. Eigentlich könnte man es auch gehen. Ja, ja. Aber du hast ja gesagt, du willst noch ein bisschen was erklären. Welche Tipps kannst du geben, für, wenn sie anfangen wollen zum Fliegenfischen? Fangen wir mal an mit der Route. Das Wichtigste für einen Angler, die Route. Die Route, genau, wie du sagst, weil ohne Routen kann ich keine Fische fangen. Zu der Route selber muss man sagen, da schweifen wir jetzt einmal ein bisschen ab. Um die Route selber darf ich mir erst Gedanken machen, wenn ich einmal einen Wurfstil kennengelernt habe, einen Bewegungsablauf im Zuge von einem Fliegenfischerkurs. Aus der eigenen Praxis, wie ich ein junger Bub war, habe ich gewisse Sachen gelernt über Mundpropaganda von ein paar außergewöhnlichen Fliegenfischern zur damaligen Zeit, das war Ende der 70er Jahre. Und wenn man gewisse Bewegungsabläufe, das wisst ihr wie aus dem Sport, wenn ich mir das falsch einlerne und das ist im Kopf abgespeichert, den Automatismus umzulernen auf die richtige Bewegung, das ist irrsinnig schwierig. Ist schwierig, ja. Und da kann man nicht oft genug sagen, bitte besucht einen Kurs. Ich weiß, es ist mit Kosten verbunden, aber im Laufe des Kurses erstens einmal lerne die Gerätschaft kennen, was brauche ich wirklich. Das stellen sie bei einer Kurse gratis zur Verfügung, da könnt ihr euch durchtesten, dann weißt du für dich, was für Routen ist für mich geeignet. Und genau. Vor allem, welchen Wurfstil, was du auch vorher schon gesagt hast, haben wir mit genau. Mir gesprochen haben, ist dein Wurfstil und das ist alles eigentlich ans Gerät auch angepasst nochmal. Genau. Wenn sie auf YouTube schaut, auf Facebook, auf Instagram, jeder sagt eigentlich vor die ganzen sogenannten Meister der Fliegenfischer-Szene, du musst so werfen. Ich sage, wir müssen ein bisschen einen anderen Weg gehen, ein bisschen Umdenken muss stattfinden, weil du hast einen anderen Körperbau wie ich. Sicht du schon mal, ich andere. Bin viel kleiner als wer. Ja genau, ja viel auch nicht, aber ich gehe ein bisschen in die Knie. Aber das sind alles so Faktoren. Der eine hat mit der linken Hand gewisse Vorteile, die Muskulatur ist anders ausgeprägt. Also du musst für dich im Laufe des Kurses eigentlich deinen Wurfstil selber finden. Mhm. Wir können gewisse Sachen vorgeben. Vom Wurfablauf her, von Handling, wie auch immer, der Rest, das müsst ihr euch selber aneignen. Und da sind wir dort. Also nicht alles glauben, was da drinnen in den Medien verbreitet wird. Das ist ein kompletter, sag ich einmal, Blödsinn. Du hast auch das Glück gehabt, der Vater ist ja auch ein passionierter Fliegenfischer. Ja. Du hast dafür sicher von dem Vater gelernt. Ich gebe euch den Tipp, tat sich das wirklich an. Schaut, dass ihr es einmal gescheit lernt. Wenn ihr jemanden habt, der was euch das lernen kann, ist das gut. Falls nicht, meldet euch beim Bruder vom Wolfgang, ja. Beim Armin. Und da werdet ihr super beraten. Und ihr lernt jetzt nicht nur vom Equipment her, sondern was ist euch ein Routen, was ist euch ein Wurfstil, etc. Aber um auf das wieder zurückzukehren, an das hin bindet sich noch, oder auf mit diesen Gründen noch, sagt man, ergibt sich noch ein. Die richtige Route für euch. Genau, die richtige Route, die Schnurgasse dazu, die passende Rolle. Da kommen wir dann auch noch ein bisschen drauf zum Reden, welche Unterschiede das da gibt. Und natürlich, die Fischart ist ganz wichtig, auf das ihr fischen wollt. Weil ich kann nicht mit so einer feinen Route, so wie sie da jetzt in der Hand habe, das ist eine 9 Fuß Schnurgasse 3, kann ich nicht auf einen Hecht gehen oder auf einen Karpfen. Ich war letzte Woche Streamer angeln, ich habe es probiert, wir haben einen 9er Route gehabt, also einen richtig harten Priegel. Das kannst du jetzt nicht vergleichen, weil du jetzt mit Schrot auf Spatzen schießen. Ja, genau. Und genau an das kommt es ja schon mal darauf an, welche Fischart das ihr beangeln möchtet. Daraus resultiert noch, wie gesagt, die Stärke Ausrüstung. Und die Ausrüstung. Genau. Die Größe vom Gewässer, weil ich kann mich in einem kleinen Bach mit einer langen Rute nicht rühren. Da brauche ich eher was Kurzes. Und. Da spielen mehrere Faktoren zusammen. Aber über das reden wir später noch ein bisschen. Am Gewässer selber, auch über die Wurfstile, was es gibt. Ich zeige euch jetzt noch die Routenstelle mal kurz weg. Ich zeige euch jetzt kurz, was man noch braucht zum Fischen. Der Hans zum Beispiel hat eine polarisierende Brille. Ich mag es nicht gern, weil ich habe durch meine Körpergröße ein bisschen einen anderen Einblickwinkel auf die Wasseroberfläche. Da wären wir wieder bei der Größe. Ja, ein bisschen, ja.
Und ich habe mir das erarbeitet, die Fische im Gewässer zu sehen oder das Gewässer lesen zu lernen. Das ist wie beim Hans beim Karpfenfischen. Je öfter du am Wasser unterwegs bist, umso leichter tust du, dass du die Futterplätze bei den Karpfen rausfindest. Du findest die leichter zurecht an einem neuen Gewässer und es ist das gleiche am Fluss. Also das habe ich wirklich auch schon gesehen, ist so gleich unglaublich, wenn wir auf eine Brücke hingehen und ins Wasser reinschauen, er sieht um 90% mehr Forellen als wie ich. Da steht ein Eschen. Unglaublich, das ist wirklich geschult und gelernt. Er hat es mir gezeigt, der Wolfgang, und plötzlich habe ich bei der nächsten Brücke beim Reinschauen auch schon wieder mehr gesehen. Also das sind so gewisse Tricks, das kann man auch lernen. Aber verbindet halt, ist wirklich wieder eine Sache, was man einfach... Praxisbezogen. Genau, das ist praxisbezogen. Wir sehen das oft genug bei den Gästen, die zum Fischen kommen, das wirst du auch mitkriegen. Der Bezug zur Natur ist komplett verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten eigentlich. Wir sind mit denen aufgewachsen. Die Jugend heute eigentlich hat nur mehr PS4 und Computer und so einen Sinn. Viele, ja, leider, es ist so. Kennen viele, nur mehr viele. Die Milka-Kuh. Du lachst, aber es ist so. Ich hab das, ich kenn da eine gewisse Story, da hast du schon recht. Ja. Ja, auf das werden wir dann noch ein bisschen zum Reden kommen. Wie gesagt, ich verwende da Straft. Wenn es mit einer anderen Marke besser zufrieden seid, es ist euch eine Sache, nur ich, da spare ich nicht mit der Qualität. Weil wenn ihr mal einen Lebensfisch oben habt, ich wünsche es euch und es reißt das Vorfachel, nur weil die Qualität nicht passt hat oder der Knoten nicht gehalten hat, dann ärgert es euch. Und um das zu minimieren, verwende ich wirklich nur die besten Sachen. Und da ist Straft wirklich vorn dabei. Ja. Das kannst du mir da bestätigen. Ein paar Dosen mit Nymphen fliegen, in welcher Form auch immer. Gehen wir auch später noch einmal ganz kurz drauf ein. Ja, und dann eigentlich noch Auslösezangen, in welcher Form auch immer. Ich verwende da die Deringklemmen. Da ist ein Kamot zum Fixieren. Alle mit einem Magneten, wie ihr es gerade gesehen habt, eben genau. Und schnell zack, wieder zu handeln. Ihr habt da die Ruten, Fisch, dass man wirklich da alles eigentlich, wenn es tief im Wasser drinnen steht, auch alles, wie gesagt, mit einer Hand handeln könnt. Genau. Das ist einmal ganz wichtig. Dann einen guten Nagelzwicker oder eine Schere, je nachdem. Nagelzwicker, oder Schweizer Messer. Wie gesagt, zum Schnüren, kürzen, genau. Fliegen zu wechseln. Abbinden. Genau so ist es. Die haben wir meistens hinten noch. Eine Nadel drauf, wo man das Öhr durchstechen kann, weil ich da selber viel Fliegen binden. Jetzt ist das Öhr immer mit Bindelack zu. Jetzt muss ich das hier und da aufstecken. Okay. Oder du nimmst einen anderen Fliegenhagel und stichst das durch. Und dann habe ich noch Fliegenfett. Bei den kleinen Routen, da habe ich sicher oft, wenn man irgendwo übers Internet bestellt, das Ganze ist nicht abgestimmt. Die Rolle ist zu schwer, die passt nicht zu Routen dazu. Und das ist alles zusätzlich Gewicht, was sie den ganzen Tag beim Fliegenfischen. Erstens einmal mit tragt es, zusätzlich auch mit bewegt es, mit eurer Muskulatur und auch jedes Gramm, was ich mir da sparen kann, ist eigentlich das, was sein sollte. Ja. Umso leichter wird es. Das ist ganz wichtig, wenn du den ganzen Tag stehst. Ich weiß, von was ich spreche, ich kenne das auch. Und ich merke einen Unterschied, ob ich jetzt auf eine Fliege oder Esche gehe oder den ganzen Tag mit einem Neiner Priegel, sage ich einmal, auf einen Hechtangel mit einem Streamer. Das geht ganz schön rein und das ist wirklich. Da bin ich dann am Abend armiert. Da habe ich jetzt tun, dass ich dann ein Glasl Mineralwasser zwischendurch aufhebe, weil das ist eine andere Fischerei. Das ist keine schöne Fischerei mehr, das ist. Eine brachialere Flügelfischerei, genau. Ja. Genau. Weil eben die Rute dementsprechend stärker ist, wenn wir Schnurglas 9 hernehmen, die Rolle ist dementsprechend größer. Dann meistens fischt man auch auf Hecht und so mit Zinkschnüre, was ja. Die ganze Sache natürlich noch mehr erschwert. Auf das kommen wir dann auch noch zum Reden. Ich habe gerne eine gewisse Sicherheit und durch das macht man eine sogenannte Nachschnur drauf. Ein sogenanntes Becken gibt es in den verschiedensten Stärken. Ja. Wird mit einem Spezialknoten verbunden. Knoten, Name? Knoten, da kannst du einen normalen Clinchknoten verwenden, so wirst du okay. Die Fliege ins Vorfach knüpfst, weil da bei den neuen Generationen von Fliegenschnüren ist da schon Loop and Junction. Eine sogenannte, auf Deutsch gesagt, Schlaufenverbindung integriert. Genau, hinten. Und der ist meistens schon fix fertig integriert genau. Und da kommt es auf einen speziellen Knopfer wieder drauf an, weil auf die Dauer und auf den Druck reibt sie den nachher durch und irgendwann ist ja jede gute Schnur auch ja. Durch. Speziell der Knopf da, da schauen wir mal, ob ich den daheim jetzt nachbauen kann, weil dann blende ich den jetzt auch gleich einmal ein und dann seht ihr gleich mal die Knopfbindegeschichte. Wie hast du gesagt, hast du? Das ist der Clinchknoten. Clinchknoten, den blende ich euch jetzt einmal ein. Wie gesagt, der Clinchknoten ist einer der häufig gebundensten
und verwendetsten Knoten für mich in meiner ganzen Geschichte, ob das jetzt für einen Karpfen oder für einen Wös ist. Es ist aber einer der einfachsten. Die ganze Sache schaut so aus, durch diese Schlaufenverbindung. Nehmen wir jetzt einfach unsere Hauptschnur. Wir fahren einfach da mal durch und wickeln das. Ich halte es mit zwei Fingern auf diese Schnur, auf die Hauptschnur, 6 bis 8 Mal wieder drauf. Jetzt nur 6 Mal, weil die Schnur relativ dick ist. Einmal, zweimal, viermal, fünfmal, 6 Mal. Dann entsteht da eine Schlaufe und durch die gehen wir, halt einmal vergessen, durch die gehen wir jetzt einfach nochmal wieder durch. Bevor ihr die ganze Sache jetzt aber zusammenzieht, müsst ihr das unbedingt auch noch anfeuchten, weil dadurch entstehen natürlich auch wieder Scher- und Reibungskräfte und wir wollen die Monofile nicht verletzen. Dadurch, dass ihr da jetzt da retour gegangen seid, entsteht da noch eine Schlaufe, wie ihr da seht, und durch diese Schlaufe geht es hier noch einmal durch und dann, nachdem ihr es angefeuchtet habt, zieht es fest, zack, zack, überall mal fest anziehen. Und ihr seht schon, dadurch, dass ihr zweimal da durchgegangen seid, habt ihr die doppelte Sicherung. Einer der wichtigsten Verbindungsknoten in der heutigen Zeit. Zwickt das fein ab und somit seid ihr gut aufgestellt, ob es jetzt beim Fliegenfischen oder, wie gesagt, auch die Fliege anbindet, genauso auch beim Karpfenfischen oder auch beim Wollerfischen, wird der Knoten sehr häufig verwendet. Bei einer jeden Route steht am Blenkrahmen die Länge. Vierteilig, die Länge wird meistens in Fuß angegeben, also da steht 9 Fuß. Das sind 2,70 Meter auf Deutsch. Und dann ist eine Raute, und das ist für euch wichtig. Dieser Blenk ist da für die Schnurklasse 3 ausgelegt. Genauso sieht man das nachher auch bei der Rolle. Bei der Rolle. Und dann sind natürlich die Schnüre dafür gekennzeichnet. Und somit habt ihr eigentlich, wenn das abgestimmt ist, alles auf. Ist zum perfekt, Beispiel, ja. Raute 3, also auf die Dreierklasse. Genau. Seid ihr so super aufgestellt. Das ist einer der wichtigsten Punkte auch für Anfänger. Wie verhaltet man sich am Wasser, wenn man ins Wasser rankommt und wenn man auch am Wasser aktiv angelt? Und das sagen wir euch. Genau. Packen wir's? Ja, auf geht's. Auf geht's. Kommt's mit. Wie gesagt, jetzt sind wir am Wasser bei einer schönen Strecke, bei einem schönen Streckenabschnitt an der Salzach unten, bei einem von unseren Hauspuls, sagen wir dazu. Nicht weit weg ist das Gasthaus und das Wasser ist leider ein bisschen angestaubt, sagen wir, also trüb. Es hat Schwebstoffe drinnen, das ist durch die Schneeschmelze, was momentan gerade im Hinterland stattfindet. Aber nichtsdestotrotz werden wir dann versuchen, mit passenden Köder ein paar Fische zu überlisten. Jetzt haben wir schon über alles geredet eigentlich im Schnelldurchlauf, weil wir wollen das kompakt halten und es einfach wie möglich erklären. Aber jetzt über das Wichtigste haben wir noch nicht geredet, das sind die Köder. Und da gibt es 3 große Arten. Das ist einmal der Striemer, der imitiert ein Fischerl im Wasser. Eine Nymphe imitiert alles, was zwischen die Steine umkreucht und fleucht. Und es gibt eine Trockenfliege. Der imitiert alle Insekten, die an der Wasseroberfläche eigentlich schon fixfertig ausgeprägt sind, aufsteigen, sich bahnen und dann fängt der Zyklus wieder von vorne an. Das sind sogenannte Köcherfliegen, Setscherl im Volksmund genannt. Da gibt es die verschiedensten Variationen, so wie da. Das wird euch der Hans dann auch einblenden. Und das war jetzt nur ein Insekt. Aber es ist sehr umfangreich, die ganze Sache. Da könnt ihr Bücher lesen, es wird viel verschleppt ins Englische, ins Lateinische. Zum Beispiel, es gibt der Black Zulu, wenn man auf die Messen oft unterwegs ist. Man schwarze Fliegen mit einem roten Schwafel mit einer Silberrippung, sage ich immer nicht. Aber
Und als Anfänger tut man sich da extrem schwer, dass man da einen Überblick findet. Orientiert sich von den Form her an der Natur, ist ein guter Tipp. Wenn es ans Wasser kommt, schaut mal, schwimmt was an der Oberfläche, dann schnappe ich mir mal ein Fliegen. Schau mal an, wie schaut der aus, welche Größe hat es. Wenn ich nichts Passendes mit habe, dann schnipsel ich mir das mit der Schere zurecht oder mit dem Zwicker und schau, dass ich den Fisch überlisten kann. Und dann gibt es die Nymphen, die imitieren alles, was unter die Steine rumkrabbelt. Zum Beispiel kleine Steinbeißer, dann, ich weiß nicht was, Steinfliegenlarve, Köcherfliegenlarve, das sind so Röhrchen unter Wasser, was an die Steine haften. Lebt die Köcherfliege eine gewisse Zeit drinnen, steigt dann an die Wasseroberfläche, wird zum fertigen Insekt und der Zyklus durch die Paarung fängt wieder von vorne an. So, wir sind jetzt am Wasser, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Praxis, ins Detail. Und zwar, ich lerne nach wie vor von Anfängern, von Fortgeschrittenen, die was zum Gewässer kommen. Und da reden wir noch nicht über das Fliegenfischen, die was aber sehr viel dazu beitragen, durch ihr Verhalten am Gewässer selber, dass der Fangerfolg ausbleibt. Und da möchte ich jetzt einmal ein bisschen darauf hinweisen. Eins von den ersten Problemen, was ist, das seht ihr in der Natur, wann ist ein Fisch schnell? Oder ein Tier, ein Reh im Wald oder was, wenn es auf der Flucht ist. Und so kommen mir manche Fliegenfischer vor in der Praxis. Die, statt dass die Umgebung genießen, die Natur, und im Tag rennen innerhalb von ein paar Stunden 5 bis 10 Kilometer am Wasser entlang. Das hat mit Fliegenfischen nichts zu tun. Sag ich, die sollen auf die Laufbahn gehen, dort ihre Runden dran, aber nicht am Wasser. Genießt es, lasst euch Zeit, wie gesagt, baut euch ein Gerät auf, sorgfältigst, kontrolliert euch ein Vorfach. Dann beobachtet einmal die Umgebung, schaut einmal für ein paar Minuten, so wie ich und der Hans jetzt da ins Gewässer rein und zieht einmal Schlüsse. Wir haben wenig Oberflächenaktivität. Ich weiß das aus der Praxis, weil die Wassertemperatur ist bei 5, 6 Grad. Also da spült sich alles unter der Oberfläche ab. Es sind vereinzelt Insekten, aber die Fische werden halt nicht aufkommen. Durch das Schneewasser, was mitkommt und durch die Schwebstoffe. Jetzt habe ich natürlich kleine Nymphen montiert. Dementsprechend vom Gewicht her für die passende Wassertiefe, nicht zu schwer, weil sonst die nur am Boden hängen. Und mit der Nymphe werden wir jetzt versuchen, einen Fisch zu überlisten. Vorher ist aber wichtig, wie nähere ich mich dem Gewässer. So gebückt wie möglich. Wir sind da jetzt auf alle Viere fast am Bauch rumgerobbt über die Stickelwiesen. Der Hans lacht da hinter der Kamera. Ist aber so. Damit ich die kleinen Fische, die im Uferbereich stehen, nicht verschrecke. Weil die machen sofort Meldung zu den größeren, die weiter draußen stehen. Und ich schaue immer, dass ich eine Position finde, wo der Fisch in einem 90-Grad-Winkel zur Flussrichtung von mir steht. Also ihr müsst euch vorstellen, da kommt die Wasserströmung runter. Ich schaue, dass ich einen 90-Grad-Winkel zur Wasserströmung habe und versuche, einen Bereich von mir, ich bin der Nullpunkt dazwischen, von 90 Grad abzufischen mit der Nymphe. Warum? Das ist ganz einfach erklärt. Bei Nymphenfischen ist es so, man kann sehr viel falsch machen. Du kannst den besten Köder umhaben, wenn du den falsch führst, wirst du nichts fangen. Das kann mir der Hans bestätigen, das ist wie bei der normalen Fischerei. Dadurch versuche ich, die Nymphe so weit wie möglich am Gewässergrund zu präsentieren. Das geht nur mit ein paar wichtigen Punkten, die ich einhalte. Erstens einmal, die Schnur darf nicht gespannt sein, samt dem Vorfach. Eine gespannte Schnur, die verführt den Köder dazu, dass er an die Wasseroberfläche auftreibt. Wenn ich zum Beispiel die Schnur stromabhau und heraufziehe, der Köder ist immer im Oberflächenbereich. Ich will ihn aber am Gewässergrund runterbringen. Jetzt muss ich schauen, dass ich, da sind wir wieder bei den 90-Grad-Winkel, dass ich meine Schnur hinauf präsentiere, 45 Grad weg von mir und das Ganze so locker wie möglich abtreiben lasse, damit der Köder mit dem Vorfach so weit wie möglich am Gewässergrund runterkommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich das erste Problem. Dann ist einmal die entscheidende Phase in dem Bereich von mir, die 20-30 Grad, wo der Köder auf der passenden Tiefe präsentiert wird. Da kann entweder ein Biss kommen, wenn der Köder ins Wasser hineinfällt
weil der Fisch hat einen gewissen Instinkt, einen Reflex, dass er sich auf den Köder drauf hat. Oder am Auslauf, wenn sich die Schnur zum Strecken anfängt und durch die Wasserströmung der Köder auftreibt, der imitiert dann einen Aufsteiger, ein aufsteigendes Insekt von der Nymphenphase zum fertigen Insekt. Das ist so ein Emerger-Stadion, Aufsteiger-Stadion, sagen wir dazu. Das ist auch sehr interessant. Und das werden wir uns jetzt in der Praxis einmal anschauen. Fangt man seine Fische. Wenn ihr Interesse habt, bitte gerne jederzeit, schaut euch den Fisch an. Wunderschöne Bachforellen, schöne Punkte. Und so läuft es dann, wenn dementsprechend alles passt. Dann wird es immer wieder einen Fangerfolg haben. So, wir haben jetzt ein bisschen einen Stellungswechsel gemacht. Wir sind jetzt leider auf. Wir müssen ausweichen in ein Entlastungsgerinne zwischen die Kraftwerke, weil das Wasser so hoch ist und die Schmelzmasse immer mehr wird. Und da möchte ich euch jetzt einmal zeigen, ein paar Würfe, die zwei wichtigsten, was es gibt. Erstens einmal den Rollwurf. Da rolliere ich die Schnur hinaus. Das schaut so aus, ich hole die Schnur mit dem Köder her. Schaue immer, dass ich 1-2 Meter Fliegenschnur im Wasser habe, weil ich brauche die Reibung der Wassermoleküle an der Schnur, die haften bleiben. Und dann rolliere ich die Schnur hinaus. Beim Herreinziehen hole ich mir wieder Schnur, klemme die Schnur ein, bevor ich werfe und mache wieder einen Vorwärtswurf. Und je gerader ich diese Bewegung ausführe, umso gerader fliegt die Schnur und in weiterer Verlängerung dazu die Rolle. Und zwar die ganzen Würfe sind auf eine gespannte Schnur aufgebaut. Wenn diese Spannung abreißen sollte, erzeuge ich einen Unterbruch und der Wurf funktioniert nicht. Der bricht mir zusammen. Also herziehen, eine gleitende Bewegung, ein bisschen warten, dass die Wassermoleküle an der Schnur haften bleiben und hinausrollieren. Das wäre der sogenannte Rollwurf, den ich momentan hauptsächlich verwende beim Nymphenfischen. Weil wie gesagt, der Köder ist beschwert. Wenn ich den auf die Schulter kriege oder auf den Hinterkopf, dann habe ich ein bisschen Kopfsausen. Jetzt werden wir schauen, dass wir da vielleicht in einen oder anderen Fisch mit dem Rollwurf den Köder hinaus transportieren und schauen, ob wir da vielleicht einen oder anderen Fisch fangen. Lange Zeit dauert. Ja, das ist der Heimvorteil, sage ich immer. Die können wir haben. Mit der Beschriftung an, da wissen Sie, der Wolfgang ist das. Seht ihr, ist wieder ein kleiner Fisch, das macht aber nichts. Für mich ist, wie gesagt, von vorher schon die Alterspyramide wichtig. Ein guter Tipp ist, wenn Sie den Fisch am Rücken dreht, gibt er sofort der Ruhe. Ich hagel ihn vorsichtig ab und entlasse ihn wieder in die Freiheit. Mit Minimum an Würfen ist Maximum rausholen und dann fische ich wieder meinen gewissen Abschnitt ab, den ich mir vorgenommen habe. Köderführung wieder ganz wichtig. Ihr seht, ich ziehe es 8 bis 10 cm, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Also in der richtigen Geschwindigkeit, da sind wir wieder bei der Köderführung, habe ich den besten Köder um und ich führe ihn falsch, fange nichts. Dann wieder mit Minimum an Würfen ins Maximum rausholen auf Maximaldistanz und dann wieder abtreiben lassen. Dann schauen wir, ob wir vielleicht wieder einen Fisch überlisten können. Der wichtigste Griff beim Fischen ist der, wenn die Schnur und in Verlängerung dazu der Köder im Wasser aufkommt, muss ich die Schnur schon da eingeklemmt haben. Weil es kann sein, dass der Fisch beißt. Wir zoomen da jetzt ein bisschen näher hin. Ich nehme immer zwei Finger dazu, das ist mein Gefühlszentrum.
und gleichzeitig meine Sicherheit, wenn der Fisch beißt, zwicke ich da zusammen und schaue, dass ich die Rutenspitze in die Höhe bringe und durch die Biegekurve der Rute und durch die Spannung der Schnur halte ich den Fisch eigentlich. Mit dem Widerhaken lassen, hacken. Das klingt jetzt kompliziert, aber ich sehe es eh. Und ich brauche eigentlich gar nicht viel tun, dass ich den Fisch hacke. Jetzt machen wir wieder einen Wurf. Mit Minimum an Würfen Maximaldistanz, absinken lassen, Rutenspitze Richtung Schnur anfangen. Die Schnur ist schon eingeklemmt, seht ihr, das ist bei mir automatisiert und ich habe schon wieder einen Biss gehabt, nur jetzt langsam. Jetzt hole ich wieder rein, weil den herüberen Bereich habe ich schon abgefischt, wieder ein Wurf. Und mein Köder ist in der optimalen Position auf der anderen Seite. Durch die kalte Wassertemperatur, ich werde es merken beim Halten von Counts mit der Kamera, der zieht jetzt schon, weil mir ist kalt. Weil wir haben 4-5 Grad, mehr haben wir heute nicht, beißen die Fisch ganz vorsichtig. Und das ist mein Problem, warum ich eigentlich einige Fellbisse habe da jetzt bei der Stelle. Aber hin und wieder kommt wieder einer, es war wieder kleine, der ist schon wieder weg. Ich knüpfe jetzt eine neue Nymphen drauf, weil die Wassertiefe da hinunter im Alter ein bisschen weniger wird. Ich richte mir das Vorfach her zum Durchstecken und drehe dann den Köder, nicht umgekehrt. Das ist praxisnah eigentlich weiterentwickelt. Weil mit dem dünnen End da oben dran, 15 bis 20 Mal, weil ich halbe Umdrehungen mache, das ist extrem schwierig. Vor allem so wie heute, die Finger sind kalt, steif, unbeweglich. Das ist teilweise ein Riesenproblem. So, jetzt haben wir einen Ruhewurf hinter uns, das habe ich euch gezeigt bei der oberen Stelle. Jetzt sind wir da, jetzt zeige ich euch einen Überkopfwurf. Worauf kommt es an? Grundlegend muss man sagen, alles was ich mit der Wurfhand mache, macht in Verlängerung dazu die Rutenspitze und in weiterer Folge die Schnur mit. Das heißt, der Überkopfwurf ist auf zwei Punkte aufgebaut, 11 Uhr und 1 Uhr. Die verbinden wir normalerweise durch eine gerade Führung mit der Hand, in Verlängerung dazu mit der Rute und in weiterer Folge dazu die Schnur. Wenn ich jetzt ein bisschen abweiche davon, das wirkt sich alles negativ auf den Wurf aus. Es gibt zwei Punkte, 11 Uhr und 1 Uhr, das sind die Stopppunkte. Ich führe die Bewegung aus, die gleitende Bremse dosiert ab. Das schaut jetzt so aus. Mit der weißen Schnur sieht man es relativ gut. Stopp. Stopp, 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 stopp. Und beim letzten Mal eigentlich, ich mache von der Praxis heraus ein, zwei Würfe zum Schnurverlängern, dass ich auf Maximaldistanz zum Fisch komme. Und dann präsentiere ich das Ganze. Also mit Minimum an Würfen, wie beim Rollwurf, das Maximum auszuholen. Warum? Weil jeder zusätzliche Wurf, den ich ausführe, eigentlich die Umgebung beunruhigt und die Fisch vor mir. Darum minimiere ich das Ganze. Wie gesagt, Handling ist wieder das Gleiche, wenn dann die Schnur im Wasser aufkommt, sofort einklemmen, Rutenspitze Richtung Schnur anfangen und dann schauen, dass ich mit dem Köder wieder Kontakt aufbaue. Und jetzt werfen wir wieder. Linke Hand geht mit der rechten mit. Wichtig ist, der Wurf funktioniert nur, wenn ich zwischen ersten Leitring, da gehen wir jetzt schon ein bisschen ins Detail, wenn ich zwischen ersten Leitring und meiner linken Hand immer Spannung auf der Schnur habe, dann wird der Wurf super funktionieren, weil die ganzen Würfe auf gespannte Schnur aufgebaut sind. Wenn diese Spannung abreißt, bricht der Wurf zusammen, wenn ich jetzt zu schnell bin. Dann habe ich von mir, wenn die Schnur aufkommt im Wasser, eine Ringelnatter, sage ich dazu. Und in weiterer Folge kann ich wieder alles einholen und ich knüpfe schon wieder das Vorfach neu. Plus in Köder dran. Und das soll es eigentlich nicht sein. Durch meine jahrzehntelange Praxis hat sich bei mir das automatisiert. Für euch ist viel Neuland dabei. Für mich sind das automatisierte Vorgänge. Vom Handling mit der Schnur, übers Rute halten und, was
ihr am Anfang sicher Probleme haben werdet. Vor allem, ihr denkt am Anfang viel zu viel drüber nach. Bei mir ist das automatisiert abgespeichert. Das in weiterer Folge kommt das auch noch dazu. Also schaut so viel wie möglich, dass in die Praxis rauskommt, ans Wasser und das übt. Das ist mein Tipp. Wenn ich zweimal im Jahr fischen gehe, dann muss ich mit der Technik, die ich mir angeeignet habe, nach den zweimal zufrieden sein. Egal, was ich fange. Wenn ich natürlich im Jahr 30 Mal zum Fischen komme oder 40 Mal, tue ich mir in den Situationen viel, viel leichter. Und ich kann mich eigentlich aufs Fischen konzentrieren und nicht auf das Handling da, vor die ganzen Sachen. Und jetzt sind wir wieder da, wenn das alles gut funktioniert. Und ich mich wirklich aufs Fischen konzentrieren kann, dann habe ich so Highlights wie jetzt. Jetzt haben wir wieder einen schönen Fisch, eine naturgewachsene Bachforelle. Ich zeige es euch gleich in Nahaufnahme, ich hole den Fisch neu her. Ich halte den Drill immer so kurz wie möglich. Drehe den Fisch am Rücken, dass ich den Köder wegtun kann. Und jetzt schaut euch einmal die Bachforelle an. Wie du sagst, Hans, die hat teilweise Pigmentflechten, aber jetzt entlassen wir es wieder in die Freiheit. Und jetzt habe ich einen gewaltigen Biss gekriegt, ich schätze mal, das ist ein Eschen. Nach dem Drillverhalten, ja, ist ein riesen Eschen. Boah, bist du deppert. Ich lasse mir jetzt Zeit, ich hoffe, ich bringe es zu, weil das ist ein Glücksgespiel bei dem Wasser heute. Rückenfahne aufstellt, durch das steht die drinnen wie ein Bock in der Strömung und nützt jede Kleinigkeit aus. Dauert natürlich ein bisschen, die müssen wir dann natürlich eine Zeit in der Hand halten, weil die hat so einen Stress mit dem Drill. Da müssen wir, ja, da müssen wir dann schauen, dass wir die schauen, dass sie sich erholt. Der Königsfisch. Was wir sagen, was man fangen kann bei uns. Noch schöner ist natürlich mit einer Trockenfliege. Runtergefallen kann passieren, das ist so. Der Gedanke zählt, Foto ist eigentlich nicht wichtig. Überhaupt nicht. Die Erlebnisse, die schönen, die werden ja angespeichert sein im Kopf. Für die Zukunft. Jetzt haben wir die nächste Eschen. Ein bisschen kleiner, die andere war größer, ist uns runtergefallen, ist so. Macht nichts. Schau den schönen Fisch an. Schon wieder was, es wird nicht langweilig. Das schaut nach einer Bachforelle aus, nach einer schönen. Ja. Ein schöner Fisch. Warte, ich kurbel jetzt einmal die Ruhen auf, jetzt damit seht ihr, für was ich die brauche. Hier und da während dem Drill, dass mich die Schnur nicht stört. Sonst brauche ich die nicht, das ist nur ein Auffangbehälter für die Schnur. Wunderschöner Fisch. Vorsichtig ablösen und dann entlassen wir es wieder. So, jetzt steckt das hautnah. Bin gespannt, was das ist. Eine große Forelle, oder? Boah, schaut euch die Forelle an. Eine super Bachforelle ist das. Oder Regenbogen. Eschen ist keine, das habe ich schon gesehen. Aber ihr seht, die Wache Ruten unterstützt mich im Drill, macht den Fisch müde. Ich kontrolliere den Drill selber durch meine Finger. Schau, dass die Rute immer schöne Biegekurven hat, dass ich nicht so geradlinig bin, weil sonst reißt mir das Vorfachel ab. Jetzt schaut sich dann den Fisch an, der was raufkommt. Und der ist aber mit einem 10er Vorfachel. Also traut euch drüber, fischt es fein. Dann habt ihr auch die Möglichkeit auf solche Schönheiten. Seht ihr, super kagelt vorne, auch ein schöner Regenbogen. Und das Schöne ist, wenn wir es jetzt nehmen, es ist weg. Und das finde ich super mit dem wiederhockenlosen Haken.
in die Berg sind wir gern, wie man so schön sagt. Ich sage danke, Wolfgang, für das tolle Erlebnis wieder heute, für das lehrreiche Erlebnis im Naturerlebnis Fliegenfischen, ja, kann man sagen. Mich hat es gefreut, dass ich euch einmal mitnehmen habe können, dass ihr mal gesehen habt, eigentlich, mit welchen einfachen Sachen, unter Anführungszeichen, dass ich mich am Wasser bewege. Wie gesagt, gewisse Themen, das kann man dann ausschweifend betrachten, da kann man tagelang drüber reden, so wie Insekten und. Aber bleibt es beim Notwendigsten. Und das soll es eigentlich sein. Und freut euch, dass ihr in der Natur sein könnt. Das sehe ich genauso. Wie gesagt, ich glaube, ihr habt genauso viel gelernt wie ich heute wieder. Schreibt am besten was einmal bei dem Video unten in die Kommentare rein. Weil wir haben vor, dass wir schon weiter Videos produzieren. Nur ihr müsst uns auch wissen lassen, an was das ihr Interesse habt. Wurftechniken vielleicht oder ein bisschen was mehr in puncto Nymphen. Oder ja, das haben wir heute Fliegen, gehabt. Nymphenfischen haben wir heute gehabt, weil die Voraussetzungen für die Trockenflügen einfach nicht gegeben waren, weil die Wassertemperatur, das hast du selber gesehen, 4, 5, jetzt ist es ein bisschen wärmer geworden, 5,5 Grad, da bringst du keinen Fisch an die Wasseroberfläche, wir haben keine Insekten gesehen, vereinzelt im Uferbereich, aber es ist zu wenig. Ja. Und abschließend eigentlich kann ich nur eins sagen, vergesst alles, was ihr auf die Messen seht, das hat mit Fliegenfischen nichts zu tun, das ist viel ja, Zauberei, sage ich immer, was da gesagt wird. Aber in der Praxis habt ihr gesehen, bei unserem Wasser, wir werfen keine großen Distanzen, wir bewegen uns dementsprechend, verhalten uns dementsprechend, dass wir nach einer gewissen Zeit, so wie bei den gewissen Stellen heute, was gesehen habt, zur Natur dazugehören. Und ihr werdet auch die Fisch nachher fangen, nicht 20 Meter weiter drüben, sondern auf eure Füße, so wie man gesehen hat. So haben wir da heute auch gesehen. Oder ich habe das auch wieder gesehen. Ich kenne das ja von den anderen Videos, was wir schon gemacht haben. Ja, du hast immer ein bisschen Stress mit mir, nicht? Wenn wir unterwegs sind. Ja, also wie gesagt, man merkt einfach, du kennst euch Wasser da sehr gut und auch bei schlechten Bedingungen kommst ja, du heute war es nicht optimal. Sehr häufiger zu deinen Fischen. Und wir haben ja heute auch, wie gesagt, die ganze breite Palette angefangen, was ihr im Gewässer drinnen habt. Von schöner Eschen über Bachforellen, über Regenbogenforellen. Ja. Vereinzelt habt ihr, glaube ich, auch Saibling drinnen, gell? Ja, die kommen hier und da von den illegalen Teichanlagen, was da überschwemmt. Ja, oder genau, die, was halt die Kurven kriegen. Kommen die rein. Und die schauen wir halt, dass wir rigoros entnehmen. Wenn jemand einen Saibling fängt von unseren Fischen, dann bittet man, dass er ihn entnimmt, in der Karten eindruckt, dass wir sehen, ob es mehr werden oder weniger, weil das sind Laichreiber. Die wollen wir eigentlich nicht in den schönen Wasser haben. Genau, ist ja Naturaufkommen, wie du auch schon im Video beschrieben hast. Und das ich ist hab's ja auch gesehen bei den Aufnahmen, wir haben so schöne Bachforellen drin, Regenbogen, Eschen auch. Was gibt es Schöneres? Und wie gesagt, ich habe auch viel durch meine Jahrzehnte jetzt im Fliegenfischen immer wieder dazugelernt, aber man lernt nie aus. Und ich kann euch das nur sagen, das wird auch in Zukunft nicht so sein. Ich sehe es beim Vater, der ist jetzt fast 80 Jahre. Und es ist gut, dass wir in der Familie uns ein bisschen gegenseitig immer pushen, weiterentwickeln, von den Materialien her, von den ganzen Fliegen und so, was wir selber im Hintergrund für Namen entwickeln. Die dann mal testen und die geben wir dann zum Nachbinden. Teilweise wird es teilweise merken, in die Fliegenhäuser auf die Messen, was wir hinstellen und. Ja. Also da sind viele Eigenentwicklungen auch dabei. Vor allem ist keine Massenproduktion, die Fliegen werden auch alle selber gebunden. Es ist noch Handarbeit, ja, es ist auch wieder eine Form von Qualität. Also ja. Das merkt man nachher da und man sieht sie auch an der Fängigkeit von den Fliegen. Also das hat man heute auch wieder mehrfacher gesehen. Ja, da habe ich ein paar spezielle Muster, auf die will ich nicht näher eingehen. Da helfe ich hier und da unbewusst nach, indem ich Cremeschnitten oder Kardinalschnitten montiere. Was man bei uns halt gern da isst, draußen im ländlichen Raum, nicht? Mit einem guten Kaffee dazu. Da hilft man halt hier und danach, dass der Fisch wirklich den Köder nimmt. Und das hat man heute wieder gesehen, dass das auch super funktioniert hat. Ja. Wie gesagt, danke. Ja, ebenfalls danke, dass du uns zugeschaut habt. Danke, Hans, dass du mit mir heute wieder Stress gehabt hast. Ah, ja. Für mich war es sehr lehrreich. Ich bin wieder komplett am Nullpunkt im Kopf, weil alles zuschauen beim Fliegenfischen und das aktiv mitgehen beim Filmen ist einfach auch ja, ein Genuss. Ja, man muss eigentlich sagen, wir haben für die Zeit, was wir da aufgewendet haben, wenig gefilmt. Wir haben mehr Natur angeschaut, beobachtet. Fisch beim Laichen, so wie momentan ist halt die Laichzeit von den Eschen. Es ist leider durch das trübe Wasser schwierig, dass man die auf Video bringt. Vor einer Woche war es leichter gewesen, aber wir müssen es momentan nehmen, wie es ist.
Ganz genau, deswegen habt ihr auch ein bisschen Nachsicht mit mir, wenn ein paar Sachen vielleicht einmal nicht ganz scharf oder unverwackelt sind. Ja, bei mir auch mit dem steirischen Dialekt. Ja. Weil wenn's da mit Action, wenn da Action ist, habt ihr eh gesehen, ein Schlag, ein Wurf nach dem anderen ist auf einmal Fisch und ich komme oft gar nicht mit dem Fokus nach. Aber last but not least, für die, was noch bei euch oder für die, was jetzt noch da sind im Video, danke fürs Zuschauen. Ich sage im Namen von uns beiden, wie gesagt, ja, schöne Zeit noch. Eine schöne Zeit, dickes Betty, wenn es am Wasser seid. Ja, genießt es. Ich blende euch da ein weiteres Video von uns zwei ein, weil es gibt ja auch schon mehrere. Und wie ich immer so schön sage, wie wir so schön sagen, bis zum nächsten Video, euer Johann Trapacher. Und Wolfgang. Grüß euch. Tschüss, grüß euch.